der Kevin Blaser. 19, Stadtberner, rund 2 Meter gross. Er ist einer der jüngsten Basketballprofis in der Schweiz. In der Saison 2018-2019 spielt er beim BBC Monte im Wallis, in der höchsten Schweizer Basketballliga. In seiner Freizeit trainiert er sogar mit einem NBA-Basketballstar, um in der Liga rauszustechen. Jedes Mal, als ich aufs Feld stehe, habe ich wirklich sehr viel Spass daran. Es gibt nichts in dieser Welt, wo mir so viel Spass macht wie Basketball. Der Kevin hat sich verletzt. Schafft er trotz seiner Verletzung, sich als jüngster Topspieler in der Liga auch fürs Ausland zu empfehlen? Ich bin Kevin Blaser, 19, Basketballspieler. Und mein Ziel ist die NBA. Was mich im Basketball fasziniert, ist, dass es ein Teamsport ist. Von Basketball kann man eigentlich viele Sachen lernen, die man im Leben auch anwenden kann. Zum Beispiel mit anderen Leuten auszukommen, auch wenn man sich nicht versteht, wenn sie andere Sprachen reden. Oder zu verstehen, dass viele Leute Stärken haben und Schwächen und dass man die dann erkennt. Mein Ziel ist, echt, dass ich Spielerfahrung sammeln und dass ich zeigen kann, dass ich mit den Eltern mithalten kann. Und dass ich schon ein Topspieler in der Schweiz bin, obwohl ich jünger bin. Ja. Okay, première équipe à 10, first team to 10. Allez, go! Kevin, c'est un joueur qui est passionné de basket, qui travaille beaucoup, qui a de grosses qualités physiques, qui a aussi de grosses qualités au niveau du tir. Après, il manque aujourd'hui de maîtrise du jeu collectif. Et donc ça, c'est le gros point où il faut vraiment qu'il progresse. À la NBA, je pense que c'est très très loin. Donc, son défi pour l'instant, là, c'est d'arriver à mettre ses qualités individuelles dans le jeu collectif. Voilà, après, on pourra dire... peut-être qu'il peut jouer. Déjà qu'il devienne un joueur important de Liga, ce sera bien. Et puis après la Liga, il y a peut-être un autre championnat. Et puis après, voilà, il faut faire les choses par étapes. Der Schweizer Agent hat mich kontaktiert. Er hat mir das vorgeschlagen, hier zu Monte zu spielen, eine Saison. Ich bin gerne hier im Wallis. Ich wohne über die ganze Woche, wenn wir Trainings haben und ein Match hier in Monte. Und nach dem Match am Samstag gehe ich normalerweise zurück nach Bern, meine Familie besuchen für vielleicht 2-3 Tage. Und dann nehme ich den Zug wieder zurück nach Monte. Also ja, Monte ist wirklich ein Sprungbrett, ich werde wahrscheinlich nicht die ganze Karriere hier verbringen. Und hier sammle ich meine Erfahrungen sammeln im Basketball und auch im Leben, wie man wirklich professionell ist. Und dann später hoffe ich, dass ich im Ausland spielen kann. Irgendwo. Anyway, if you're there, if you're on the line, this guy, just do this, look, I post. Okay, so we're gonna do 3 flash, but we're not gonna make the first pick.
mettra la balle direct. Voilà, restez, sautez pas. Just more pressure on the ball. Okay. And now pressure. Okay. Massagno est une bonne équipe. C'est une équipe très dangereuse. Donc pour nous, c'est vraiment un test important. C'est un très gros match. On a à cœur de montrer à nos supporters les progrès des dernières semaines. Malheureusement, on a un joueur blessé. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Wir sind wie ein Clan, oder? Weil in diesen Situationen auch musst du einfach zusammen haben. Das kannst du durchstehen, alles zusammen, oder? Kevin hat eine super Möglichkeit, für einen Top-Profi-Basketballer zu werden. Und da leidet halt zum Teil die Familie auch ein bisschen drunter. Das ist so. Kevin ist mein Zwillingsbruder. Kevin lebt vom Basketball, Tag und Nacht Basketball. Er schläft mit dem Basketball. Darum, ich glaube, das ist seine One Love. Das ist seine einzige Liebe. Der Manager ist sicher mehr meine Frau. Sie hat das Auge dafür, sie hat das Feeling dafür, wie man das Ganze muss aufziehen und wie man sich auch noch sehr gut motivieren, oder? Après le match, on doit revoir, dès qu'il revient à Ben, on doit revoir le match ensemble et puis voir qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait pour qu'il puisse corriger après. Ouais, il n'aime pas trop, mais quand même, on doit repasser le match pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est pas facile, hein, d'être comme un coach et en même temps la maman. Vor dem Spiel geht mir nicht so viel durch den Kopf. Ich will relaxen und an die Aufgabe denken, was ich im Match machen muss. Und dass ich frei spielen muss, so wie ich draußen spiele mit Kollegen. Ja. Kenny Priest, schön aus dem Corner. Drei Punkte. Und jetzt Blase auf dem Court. Blaser und Tutonda sind sich nicht ganz einig. Also, das Spiel ist durch hier in Monte. Die Tessiner gewinnen hier mit 67-61. Schön waren Sie mit dabei auf MySports Live Basketball. Immer wieder für Sie. Bis bald. Es gehört natürlich zum Sport auch, wenn man verliert. Vom Verlieren lernt man am meisten. Ich habe nicht so lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, weil Monte ist recht klein, aber man kennt sehr schnell alle Orte hier in Monte, wo man her muss und so. Hier befinden wir uns bei einer Spielervilla, wo ich und andere Spieler wohnen. Das ist eigentlich ein neues Projekt, das sie gemacht haben, um ein paar Spieler zusammen in einer Villa zu wohnen. Und dann leben wir zusammen und gehen zusammen essen und gehen zusammen ins Training. Ich bin ganz gerne mit ihrer Villa mit anderen Leuten, weil es sind sehr lustige und wir kommen sehr gut aus. Und es macht sehr viel Spass, so mit anderen zu wohnen. Yeah. Yeah. Oh, so, what for you, boy? He's 79. Oh, bang. Damn, never that is tough. Oh, man. Also, die Amerikaner sind eigentlich generell nicht die einfachsten Leute, um zusammen zu wohnen. Aber sie sehr viel, sie reden ganz viel. Sie reden die ganze Zeit und ich bin eine ruhige Person manchmal. Uff. Damn! It's killing time! I'm about to kill you right now, though. Also, ich sage es anderen immer, dass ich von Hauptstadt bin, dass ich von Bern bin. Also, im Sport ist es sicher nicht gut, langsam zu sein. Aber auf dem Feld bin ich ein ganz anderer Spieler. Also, da bin ich nicht so wie ein Berner, eher so wie ein Löwe. Meine Mutter kommt von Kamerun und mein Vater ist Emmentaler. Das ist natürlich
Es sind ganz verschiedene Kulturen und das ist etwas, was mir auch immer hat, gefallen hat. Also beide Seiten. Je te demande à Kevin. Sinon, j'apporte ça aussi, on va voir. Oui. Tu as plus de lumière. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Joli aussi, ça te change complètement. Je suis trop blanche. Ok, Beyoncé. Ah, c'est bizarre que je suis avec quatre femmes. Avec trois. C'est ma tata, ma mère, la meilleure des mamans, n'est-ce pas? Ouais. Mmh. Tous les jours, on se coiffe en Afrique, on change de style, on porte des perruques, on fait des tissages, on les coud, on les enlève. Oui, et puis nous, les Africains, on n'aime pas rester longtemps avec la même figure. Même figure. Und man sagt immer, when you look good, you play good. Weil es gibt recht Selbstvertrauen und Confidence, wenn du auf dem Feld bist. Weil es ist wichtig im Basketball. Dass man schöne Schuhe hat, dass man gut angelegt ist. Also im Leben, denke ich, ist auch wichtig. Es muss nicht teuer sein, aber es muss echt schön aussehen und super. Boah, unanstrengend. Was? Sozi? Frauzi. Also nein, ich stehe nicht länger vor dem Spiegel als meine Schwester. Das ist nicht wahr, weil es ist manchmal 3 Stunden am Stück vor dem Spiegel. Das schaffe ich nicht. Aber ich schaue schon, bevor ich rausgehe, wie ich aussehe und so. Und meine Haare gut gestylt sind. Das ist magnifik, wie man das voilà. Ist gut. Merci beaucoup. Ja, jetzt fühle ich mich natürlich gut, weil ich meine Haare gemacht habe. Jetzt fühle ich mich wie eine neue Person. Er opfert alles. Also, der würde sein letztes Hemd geben für das Basketball. Er investiert voll all seine Energie, seine Zeit, seine Freizeit. Und er gibt schon alles. Das ist ein Fulltime-Job. Und wenn du dich hier lässt, hängen, dann bringst du es nie zu Oberstufe. Das ist klar. Oh, wenn ich nichts verdienen würde, würde ich immer Basketball spielen. Weil das ist wirklich meine Passion. Und ich spiele schon seit seit ich 11 bin ich mit dem Spiel verliebt. Er sagt immer, seine Freundin sei das Basketball. Und für ihn ist es natürlich klar im Vordergrund. Und wir haben ihm das auch gesagt, wir haben auch mit ihm geredet und gesagt, los, wenn du so oberst rauf willst in dieser Karriere, musst du einfach alles in den Hintergrund stellen, was nicht mit dem Basketball zu tun hat. I met Kevin in 2012. He came to my basketball camp and basically was one of the campers, and I saw potential in him very early. He's very nice with the ball and very easy and everything. I thought, okay, this guy got it. Okay, let's go! Kevin has great size. For basketball, it always helps. Good ball handler. So he has a lot of potential, you know, good shots. He has a lot to work on, but at the same time, he has some very good bases. So he has to be rigorous in working. That's what I've learned from being in the US, you know. Guys really sacrifice a lot and spend a lot of hours in the gym and really dedicate their time to getting better. So that's you know, something that I can kind of show him a little bit and talk to him a little bit about how they do things in different places. So mit 12 bin ich nach Amerika gegangen und bin dort in High School. Und dort habe ich mit vielen NBA-Spielern trainiert. Das hat mir auch wirklich viel geholfen, weil wenn man die Spieler jeden Tag sieht, dann probiert man so zu spielen wie sie und man lernt viel von ihnen. Ja. Merci pour toi. Ich habe mich im Trainieren verletzt und dann musste ich 2 Zysten aus dem Handgelenk operieren. Und dann ist es eigentlich wieder gut gegangen.
Und dann, nach 3 Wochen habe ich wieder eine Infektion bekommen. Habe ich wieder mich operiert im Dezember und jetzt kann ich nicht Basketball spielen. Also die Verletzung war natürlich nicht gut, aber ich denke, dass es mich auch motiviert, wenn ich wieder zu 100% Einsatz geben. Und ich habe immer noch das gleiche Goal, zu beweisen, dass ich einer der besten Jungspieler in der Schweiz bin im Basketball. Und das ändert auch nicht, wenn ich eine Verletzung hatte. Ja. Heute gehen wir zum Arzt, das ist ein wichtiger Tag für mich, weil das sagt mir dann, wie lange dass ich vielleicht noch hocken muss und nicht spielen kann. Und ja, ich hoffe, dass es nicht zu lang ist, dass ich wieder gleich spielen kann. Ja. Okay. Herr Blaser, könnt ihr mal zeigen, wie viel ihr euch bewegen könnt? Hinten kann ich nicht so viel. Das macht den meisten Schmerzen eigentlich. Aber gegen vorne geht es noch. Es blockiert dann einfach so. Und ich schmerze, wenn ich so muss. Seitwärts bewegen. Wir messen noch vielleicht schnell Kraft messen. Das kennt ihr schon, habt ihr auch schon gemacht. Ja. Fest zusammendrücken, noch ein bisschen, ja. Fest, ja. Das sind gut 20 Kilo. Jetzt stellen wir das Ganze auf Null stellen. Okay. Und dann auf der gesunden Seite. Da hat ein bisschen mehr, knapp 30 Kilo. Okay, das ist gut, merci. Es ist wirklich hart. Also ich denke, jede 10 Minuten, wenn ich jetzt Basketball spielen könnte, es juckt mich schon, dass ich gerne würde spielen, draußen shooten. Und ja, es ist wirklich hart, wenn man so lange jeden Tag spielt und dann nicht mehr spielen kann. Die wichtigste Frage für euch ist ja, wenn ihr wieder trainieren könnt. Ja, genau. Ich würde jetzt primär mal anfangen mit der Ergotherapie. Das ist jetzt so möglichst schnell, dass das Handgelenk wieder beweglich wird. Aber Matches spielen geht im Moment noch nicht. Mhm. Das geht wahrscheinlich von jetzt abgerechnet 2 Monate. Das ist vielleicht nicht der volle Match am Anfang sinnvoll, sondern dass man einfach zuerst kürzere Einsatzzeiten hat. Okay. Und schaut, gibt es Schwellungszustände oder nicht. Okay, gut. Das ist nicht so schlimm, wie ich gedacht. Also in Regel ist es so, dass es gut kommt und ich denke, er wird die Hand wieder gut einsetzen können. Okay. Ich nehme die Verletzung nicht aus Rückschlag, weil ich weiß, dass man von denen lernt. Und Motivation ist echt, dass ich so schnell wie möglich gesungen werde und wieder Basketball spielen kann und machen, was ich gerne mache. Ja. Nein, jetzt seit 2 Jahren ein Airbnb, wo meine Mutter putzen muss. Und jetzt mal, wenn ich kann, wenn ich hier in Bern bin, helfe ich ihr natürlich mit dem. Weil sonst muss sie selber putzen und das will ich auch nicht. Ja. Und dann kann ich jeden Morgen vor dem Zaufen putzen. Ich geh nicht weg. Ja, das ist noch nicht gut. Ja, komm, doch, was darf? Ui. Das finde ich. Ja, hier wirklich. Oh, es bedeutet mir viel, dass ich ihr helfen kann und ihr zeigen, dass alles, was sie für mich macht, dass ich das sehe und dass ich ihr auch etwas zurückgeben will, oder? Lass mal schauen da. Also jetzt kannst du alle Tomaten zusammen rum, alle, die gelb sind, die Pflanzen, die müssen wir auch auf den Kompost schießen. Also der Tinger? Der Tinger ernährt. Alles in die Karetten tun und nachher kannst du das Hinger auf den Kompost leeren. Gut, ja. Yeah. Die gelben, die sind schon alt, die können wir nicht mehr verkaufen. Ist gut, ja. Yeah. Ich arbeite hier seit 23 Jahren. Habe vor einem Jahr den Betrieb übernommen. Der Kevin kommt ab und zu helfen. Zwischen dem Training, wenn er Zeit hat. Oder vor allem jetzt, als er verletzt ist seit ein paar Monaten. Ja, finanziell helfen wir Kevin eigentlich viel. Er hat vom Club hat er einen kleinen Lohn.
Aber der Lohn hat auch nicht gelangt, für alle Rechnungen zu zahlen, sprich Telefon, Bahnabi, Essen und alles. Dort helfen wir ihm natürlich immer. Oder? Ich habe mir auch schon überlegt, wenn du nicht die Eltern im Rücken hast, die sich das leisten können, für die Kinder zu unterstützen, und so, ist natürlich schon ein Problem. Also, ich weiß nicht, wo sie das Geld hernehmen würden. Dann kannst du noch mit dem Besen ein bisschen wischen, zusammenputzen. Gut. Ist gut. Für mich ist es schon wichtig, dass er nicht nur Sport macht. Also ich finde es gut, dass er so auf den Sport fixiert ist. Aber ich sage ihm immer, du musst nebenbei musst auch noch etwas im Kopf haben. Und man weiss nie, was passiert in Zukunft, oder? Also ich denke, jetzt Gärtner sollte er auch nicht werden, aber also er kümmert sich sicher gut um die Pflanzen. Aber man muss ihm immer alles ein bisschen sagen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du dort noch schauen. Und vor allem bin ich immer darauf, dass die Arbeiten sauber ausgeführt werden. Also nicht nur so halbpatzige Sachen, das mag ich nicht haben. Cela. Non, c'est pas ça. Cela t'aimait, non? Non, 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 c'est pas ça, Rejoins. J'ai vu l'autre. Il a poussé. Reviens de l'arrière. Bon. C'est drôle. C'est quoi ces pauses? Je m'appelle Amie, j'ai 18 ans, je suis en formation. Et je suis avec Kevin grâce à une amie qu'on a en commun. Elle m'avait posté sur Instagram et lui, il a vu. Et il ne me parlait pas trop, du coup, j'ai été lui parler moi. Et c'est par la suite qu'on a commencé à se parler. J'ai pas de relation avec le basket, mais depuis que je le connais, lui, Kevin, bah, je regarde plus souvent leurs matchs à la télé ou sur YouTube. C'est pas comme si je poste des photos vulgaires et les gens, ils voient ma face, ils vont dire « Oh mon Dieu, il poste ce genre de photos. » Am Anfang war es für sie schon etwas her, weil ich bin immer am Basketball spielen war. Und ich musste schauen, dass ich gleich noch Zeit mit ihr verbringe. David, là, j'étais encore fit. N'importe. Bah, j'ai pas de problème qu'il ait son but dans notre relation. Le fait qu'il n'y a que le basket et moi, je passe après. Non, ça me dérange pas du tout. S'il peut réaliser son rêve en tant que devenir basketteur professionnel, bah, je le laisse. S'il aime faire ça, bah, ça me fait aussi plaisir. Eh, j'ai dans moi les photos. Dilana, elle est déjà dedans. Au match? Oui. Elle prend le bus avec les autres. Heute Abend ist das Halbfinale gegen Fribourg Olympique. Ich bin zuversichtlich, dass wir da gewinnen können. It's good, boy. Good. You ready? Und natürlich mein Team voll unterstützen, aber es ist schon hart zuzuschauen, wenn ich nicht spielen kann, vor allem wenn es so wichtige Matches sind. Und ich würde natürlich sehr gerne spielen. Aber ich weiß, dass es besser ist, dass ich noch ein bisschen Pause mache, bis mein Handgelenk wirklich hundertprozentig ist. Ça l'énervait tout le temps d'aller voir les matchs des autres en train de jouer et lui il jouait pas. Du coup, il avait du plaisir à voir que son équipe gagnait, mais le fait de savoir qu'il joue pas, qu'il devait rester assis sur le bord en train de les regarder, bah, ça l'énervait un peu. Ich fühle mich eigentlich aufgeregt, wie ich würde spielen. Unser neuer Trainer ist eigentlich unser Assistenzcoach gewesen und mit dem bin ich schon seit 2 Jahren und ist ein guter Kollege von mir. Ich unterstütze mein Team in dem, dass ich immer für alle da bin. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ich bin
ich bin sehr enttäuscht. Also, ich will jeden Match gewinnen, auch wenn ich nicht spiele. Das ist mein Team. Wir haben die ganze Saison alles zusammen gemacht. Es ist sehr enttäuschend, vor allem, dass wir wissen, dass wir sie besiegen können und dann, dass es so ausgeht mit 20 Punkten Rückstand. Ich gehe joggen, weil ich verletzt war, wegen dem Handgelenk. Und wenn ich nicht joggen gehe, fühle ich mich richtig verrostet, wenn ich dann wieder anfange. Der Doktor hat mir gesagt, dass ich ab nächster Woche wieder voll mittrainieren kann. Und natürlich braucht es mehr Zeit, dass ich wieder mit dem Team verbinde und sehe, was ich wirklich mache, weil ich so lange nicht gespielt habe. Die letzten Monate waren nicht einfach, weil es war schon lange her, als ich das letzte Mal Basketball gespielt habe. Und jedes Mal, wenn ich das Team zuschauen muss, habe ich wirklich Lust, wieder zu spielen. Diese Saison habe ich 3 Matches gespielt. Und das ist nicht so erfolgreich, finde ich. Weil, ich hätte lieber die ganze Saison gespielt. Aber ich denke, von dieser Verletzung kann ich lernen, weil ich habe gesehen, wie viel Basketball mir wirklich fehlt, wenn ich nicht spielen kann. Und das gibt mir einfach die extra Motivation, wenn ich dann wieder anfangen kann. Ich mache ein Tattoo von Flügeln von einem Engel, also hinten auf meiner Ecke. Und das repräsentiert meine Großmutter, weil sie ist vor ein paar Monaten gestorben und sie war für mich wie ein Engel. Und die Flügel können auch ein Symbol sein für meine nächste Saison. Die zeigen, wie ich nächste Saison abhebe und ein sehr gutes Jahr habe. Und dass das alles sehr gut geht. Ja. Super Tattoo. Ich muss jetzt wieder in den Rhythmus kommen und wirklich trainieren diese Woche. Wäre das vielleicht eine gute Chance zu spielen und zu zeigen, was ich kann. Im Match gegen Freiburg habe ich im 4. Viertel angefangen zu spielen, also in den letzten 4 Minuten. Ich war erstens sehr gestresst, weil ich nicht wusste, wie ich das spiele. Ich wusste, dass ich Vollgas gebe, egal was passiert. Ich habe 6 Punkte gemacht, also 3 Körbe. Und es ist recht gut gegangen, weil ich wusste, dass wir schon verlieren und dass ich jetzt Spass haben kann. Mit dem Handgelenk geht es recht gut jetzt. Also es ist immer noch geschwollen, wenn ich viel spiele. Aber es wird jeden Tag wirklich besser. Und das freut mich auch sehr, dass ich wieder spielen kann. Als ich mich verletzt habe, habe ich gemerkt, dass es schnell gehen kann. Dass man schnell alles verlieren kann im Sport. Dass nur in einer Sekunde kann man wirklich von Topspieler zu verletzt und nicht mehr spielen können. Und das habe ich jetzt gemerkt. Und wegen dem schaue ich jetzt immer, dass ich immer gut auf meinen Körper aufpasse. Ich bin immer noch voll überzeugt, dass er den Sprung schaffen kann für auf Amerika. Oder natürlich zu Europa in einem super Club. Muss nicht unbedingt die NBA sein, aber wäre natürlich cool. Er ist voll motiviert. Ich denke, wenn er jetzt durchstarten kann und die nächste Saison ohne Verletzungen durchbringt, also bin ich sicher zuversichtlich. Das Ziel, in der NBA zu spielen, ist natürlich immer noch realistisch, weil ich bin erst 20-jährig und ich habe alles dafür, physisch und mental, um das Ziel anzukommen. Und ich denke, das Einzige, was wichtig ist, dass ich weiterhin daran glaube und wirklich hart arbeite. Und der Rest wird dann von selber kommen. Klar ist, was der Kevin in der nächsten Saison macht.
Sein Vertrag mit Monte hat er nicht verlängert und ab sofort hofft er auf viel Spielzeit im Nationalliga A-Club Star Wings Basel. Und natürlich weiterhin auf Schweiz NBA einfach. In der nächsten Folge begleitet mich die Sprinterin Sara Accio. Sara ist Silbermedaillengewinnerin an der U23-EM über 200 Meter und auch Teil der erfolgreichen Schweizer Nazi-Staffel. Jetzt will sie in der obersten Frauenkategorie durchstarten.